kleines Auto, großer Sound. So klingen in den 60er Jahren Lebensfreude, Spaß und grenzenlose Freiheit der Volkswagen-Buggy in Begriff einer Lebenseinstellung. Reisen wir im Geiste ein wenig durch Zeit und Raum nach Südkalifornien, Anfang der 60er Jahre. Die endlosen Strände sind bevölkert von Surfern und Hippies. Es duftet nach Marihuana und großer Freiheit und erlaubt es, was Spaß macht. Die Lieblingsautos dieser Generation, der VW Bulli und der VW Käfer. Was liegt also näher, als ein reines Spaßauto zu bauen auf Basis des VW Käfers? Dank seines Plattformrahmens ist der Käfer die ideale Basis. Karosserie und Fahrgestell lassen sich leicht trennen. 1960 baut im kalifornischen Riverside die Firma Ampi, eigentlich ein Hersteller für Tuning und Zubehörteile, den ersten Serienbuggy auf Basis des VW Käfer. Und den gibt es in zwei Varianten, zum einen als fertiges Auto und zum anderen als Bausatz, als sogenanntes Kit Car. Während die ersten Buggy-Karosserien noch aus Blech bestehen, kommt ab Mitte der 60er Jahre, wie bei diesem MP-Imp, GFK zum Einsatz. Glasfaserverstärkter Kunststoff. Der rentiert sich auch für kleine Serien. Er senkt das Gewicht und verbessert Handling und Fahrleistungen. Also das Fahren in so einem Buggy macht wirklich unglaublichen Spaß. Es fegt einem der Wind um die Ohren. Man hat den Eindruck, als könnte man den Asphalt mit den Fingern berühren. Und dann liegt das Ding wirklich auf der Straße. Wiegt natürlich fast nichts, gerade mal 600 Kilogramm und hat einen unglaublich tiefen Schwerpunkt. Also da kann man sich so manchen Fahrspaß erlauben. Ein Buggy bietet unverschämt viel Spaß für verdammt wenig Geld. Zudem kann selbst ein etwas talentierter Laie problemlos an ihm herumwerkeln. Die Do-it-yourself-begeisterten und freiheitsliebenden Amerikaner wähnen sich im siebten Autohimmel. Diesen Buggy hier, den MP Imp, den gab es übrigens in 6 verschiedenen Versionen, je nach georderten Anbauteilen. Hier zum Beispiel mit Überrollbügel oder hier vorne einem Drehzahlmesser. Aber was ich ja besonders schön finde, das ist diese absolut abgedrehte Disco-Lackierung. Man pries ihn ja übrigens sehr vollmundig als Auto für alle Jahreszeiten an. Also ich meine, hier gibt es nicht mal ein Verdeck, keine Seitenscheiben, keine Heizung. Aber gut, der Winter in Kalifornien ist jetzt auch nicht so hart. Glubschig blickende Froschaugen, ein ziemlich dickes Hinterteil und Breitreifen für sandiges Terrain. Von einer klassischen Schönheit kann man im Falle des Buggy wohl kaum sprechen. Vielmehr beweist er, dass Stilsicherheit und Zeitgeist nicht immer Hand in Hand gehen. Und noch etwas beweist der Dünenflitzer. Wie schön 44 Käfer PS klingen, wenn man den Auspuff quasi weglässt. 1969 bricht in Kalifornien ein regelrechter Buggy-Boom aus. Jede Fiberglaswerkstatt, jeder Bootsbauer bietet seinen eigenen Buggy-Bausatz an. Über 200 Karosserien stehen zur Verfügung. Von super cool bis super hässlich. Und auch nach Deutschland schwappt die Buggy-Welle. Und ab 1969 bietet der Karosseriebauer Karmann einen eigenen Buggy an. Wie Pilze schießen die Buggybauer aus dem Boden. Ihre Kreationen tragen seltsame Namen wie Bugetta, Volksrod, Sandrover oder Glitterbug. Auf dem Höhepunkt der Buggywelle setzt die Politik der großen Freiheit ein Ende. Ja, besonders lange hält die Buggy-Hysterie leider nicht an. In den 70er Jahren werden die Gesetze zur passiven Sicherheit verschärft. Sowas wie freistehende Räder oder offene Motoren werden verboten. Und das trifft natürlich auch den Hersteller MP ziemlich hart. 1971 wird die Firma verkauft und 1974 gehen sie pleite. Und das ist dann auch das Ende des MP Imp. Sehr tragisch, aber wir denken gerne an ihn zurück. Als eines der coolsten Spaßautos. Und das erfolgreichste Kit Car ever. Insofern definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte.
Unter Fans gilt der Imp übrigens als einer der qualitativ hochwertigsten GFK-Buggys. Und ganz ehrlich, mehr Fahrspaß als im MP Imp kann man mit 44 PS nicht haben.